Unterstellt, es besteht ein Anfangsverdacht, dann müssten die eigentlich die Kollegen von der Polizei geholt haben, die eine Strafanzeige schreiben. Denn wenn ein Attest falsch ist und man damit rumläuft, benutzt man eine falsche Urkunde. Das weiß ich. So, und dann bewegt man eine Urkundenfälschung. Ist da noch was passiert? Nein. Ja. Also, stopp. Also ist das Attest nicht falsch. Brauchen wir uns um die Form nicht weiter unterhalten. Denn sonst hätte der Ordnungsamtmitarbeiter seiner Pflicht nachkommen müssen und hier die Kollegen der Polizei einschalten müssen. Das ist ein Anfangsverdacht für eine Straftat. Da muss aus dem, das Legalitätsprinzip sagt, da muss eine Strafanzeige aufgenommen werden. Aber, es gibt keine gesetzlich vorgeschriebene Form, wie ein Attest auszusehen hat. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ja? Das sind immer die Spielchen, wo ich dann sage, das möchte ich, ich bin nicht im Besitz eines Attests, aber die möchte ich auch mal führen. Diese Spielchen können Sie natürlich mit Leuten, die juristisch ungebildet sind, können Sie natürlich machen. Höre ich leider immer wieder. Und dann kassieren die sogar zum Teil ein und dann ist das Attest erstmal weg. Deswegen rate ich hier darauf dazu, sich eine Kopie zu machen, da drauf zu schreiben. Kopie. Und ich versichere an eine Stadt, dass ich dieses Attest zu Hause habe. So. Man können die gerne, die Kopie, sich anschauen und wenn Sie die wegnehmen wollen, nehmen Sie die weg, aber dann müsst ihr nicht nach Hause gehen und dann ist das Originalattest nicht weg. So, ganz einfach. Ja? Das sind die Spielchen, die ich habe. Nochmal, es gibt einfach keine Formvorschrift für einen Attest. Also, wenn der Aussteller erkennbar ist, der Aussteller ist der Arzt, dann ist, und da steht was drauf, dann ist das erstmal ein Attest. Ja, ob das auf dem Rezeptblock ist, das ist ja gar kein Rezeptblock. Nein, das ist schon klar, ich weiß schon, was das ist. Alles gut. Und da muss man auch keinen Stempel drunter setzen, höre ich auch mal wieder, es ist kein Stempel drunter. Da reicht die Unterschrift des Arztes. Und schon hat man die Form Erfordernisse eines Attests, nämlich das Einfallschriftstück, erfüllt. Könnte man es vielleicht damit vergleichen wie einen Vertrag, der zwei übereinstimmende Willenserklärungen auf einem Bierdeckel auch niederlegen könnte, theoretisch. Theoretisch? Ja? Deswegen ist das Information für das Ordnungsamt gar nicht mal so ganz, ganz falsch, mal die Augen und die Ohren zu öffnen, dass es da nichts Wirkliches gibt und dass nur ein Stempel, der nicht auf grün oder gelbem Papier, so ist, so wurscht. Ich habe letztens einen Arzt gesprochen, der sagte, der Drucker hat noch nicht funktioniert, ich habe das auf ein Löschblattpapier Rückseite gemacht. Und das geht dann auch. Ja, also ganz ehrlich, es ist natürlich möglich, rein juristisch ist es möglich, einen Attest auch auf den Bierdeckel zu schreiben, logisch. Ja? Wenn das der Arzt ist und der Arzt gemacht hat, dann ist das ein Attest. Das wird natürlich dann erst recht angezweifelt und das macht auch kein Arzt, das muss auch nicht sein. Aber theoretisch ist das möglich, ja. Wir sehen uns am Samstag.